Ja, Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GaxTV. In dem heutigen Video schauen wir uns die GIM RGB-Lüfter an und damit wohl die günstigsten RGB-Lüfter, die ihr auf Amazon finden könnt. Und ob die Teile was taugen, ja, für 20 Euro, das wollen wir heute herausfinden. 20 Euro? Ja, für alle drei, die hier sind. Ja, mal ein bisschen was anderes. Unter den Hardware-Deals ist wohl der GIM-Lüfter auf Amazon eines der günstigsten Exemplare, denn ja, ihr bekommt im Endeffekt drei Stück davon zum Preis von einem, beziehungsweise unterbieten diese Lüfter mit dem Preis teilweise den ein oder anderen RGB-Lüfter. Mit so einem niedrigen Preis können die Teile doch nur für die Tonne sein. Ja? Das ist das, was ich mir auch am Anfang gedacht habe. Und ob sich meine Vermutung hier bewahrheitet, das findet ihr in dem Video heraus. Also wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ja, Leute, ihr wisst Bescheid, RGB ist teuer. Ja, das war einmal. Inzwischen ist es so weit in dem Konsumentenmarkt angekommen, dass die kleinen Lichter, egal ob LED-Stripes, RGB-Stripes, RGB-Lüfter, allesamt relativ günstig sind. Und ja, der Hype ist immer noch real und jeder will sein Gehäuse möglichst spektakulär ausgeleuchtet haben. Nur sind die Preise teilweise echt unverschämt. Nun gibt es aber auch Hersteller, wie zum Beispiel GIM, die das Ganze ja anders angehen. Die schmeißen euch die Teile buchstäblich hinterher. Auf Amazon bekommt ihr hier 320 mm RGB-Lüfter mit Fernsteuerung und Controller für teilweise unter 20 Euro. Das ist wirklich einfach nur krank. Und die Frage, die ich mir gestellt hatte, war natürlich, taugen die Dinger überhaupt etwas? Ja, denn die meisten RGB-Lüfter von den namhaften Herstellern kosten meistens als Einzelner, ohne Controller, ohne Fernsteuerung, über 20, teilweise 30 Euro. So, und GIM hat es hier tatsächlich rausgehauen und bietet drei Stück zum Preis von einem sozusagen und legt noch den Controller oben drauf. Ich will diesen Lüfter hier auch gar nicht zu sehr hypen, denn es ist ein Made-in-China-Produkt, wie es im Buche steht, entsprechend jetzt nicht von überragender Qualität, aber auch nicht von miserabler Qualität. Muss man definitiv anmerken, die Teile sind jetzt nicht verkehrt. Wir schauen uns das Ganze im Unboxing an, schauen uns den Lieferumfang an und ich finde, die Grundausstattung ist vollkommen akzeptabel. Ja? Aber schaut selbst. Ja, Leute, das sind die GIM RGB Gehäuselüfter. Hier in dem Dreierpack insgesamt 320 mm Lüfter. Und das Ganze gibt es auf Amazon, relativ erschwinglich, die Teile. Und was wir hier sehen, ja, was das Ganze eigentlich noch besser von der Preis-Leistung macht, ist die Tatsache, dass wir hier ein RGB-Hub mit im Lieferumfang haben. Und was wir hier noch zusätzlich sehen, dass dieses bis zu 10 dieser Lüfter supportet. Ja, soweit sehr interessant. Ja, wir können hier auch eine beziehungsweise zwei LED-Leisten, also RGB-Stripes, dran anschließen. Wir haben eine Verbindung zum Mainboard, also das Ganze lässt sich dann über die Software eures Gehäuses oder eures Mainboards eben ansteuern. Stromversorgung läuft über SATA. Und ja, schauen wir uns mal die Merkmale dieser Lüfter an. Wir sehen, okay, standardmäßig 120 mm Lüfter mit einer maximalen RPM von 1200. Also die Teile werden auf jeden Fall nicht laut. Ja, das kann man soweit schon mal sagen. Und die Tatsache, dass sie auch bis 0 runtergesteuert werden können, ist auf jeden Fall schon mal positiv anzumerken. 23,5 dB ist schon mal eine Ansage, aber bei 1200 RPM denke ich nicht verwunderlich. Ja, der Luftstrom mit 33 CFM. Normalerweise werden die meisten Lüfter, zum Beispiel Noctua, direkt mit Kubikmeter pro Stunde an Luftdurchsatz, ja, die Luft, die von dem Lüfter bewegt werden kann, gemessen oder angegeben. CFM ist natürlich Kubikfuß, ja, also Feet pro Meter. Ich rechne mal ganz kurz um. Also ein Kubikmeter pro Stunde entspricht in etwa 0,588 CFM. Also wenn ich mich nicht ganz irre, von Noctua ein NFH 12 wäre dann zum Beispiel mit doppelt so viel
ja, Kubikmeter pro Stunde unterwegs. Lebensdauer von 20.000 Stunden angegeben. Ja, kann man hier alles soweit nicht überprüfen. Ja, das sind Szenarien, die sind außerhalb meiner Testmöglichkeiten. Das, was wir machen können, ist uns die Lüfter einmal anschauen, ja, mit was für einem Lieferumfang sie kommen und wie sie verarbeitet sind. Hierfür nehmen wir mal uns einen zumindest raus. Ja. So sieht das Ganze aus und was erstmal positiv anzumerken ist, die Teile haben auf jeden Fall hier Vibrationsdämpfer, also kleine Gummipuffer, die hier auch einen relativ wertigen, robusten Eindruck machen. Allgemein die Lüfterblätter in der milchigen Optik soweit sehr stimmig. Ich vermute auch, ja, dadurch, dass wir hier im Innenleben nur zwei kleine Kabel von ausgehen haben, dass die eigentliche RGB-Einheit, also das, woher das Licht herrührt, eben im Innenleben des Lüfters entlangläuft. Ja? Und da sieht man auch einen RGB-Stripe hier sozusagen. Das verläuft hier einmal in dem Ring. Und ja, wir haben auch genau dort eben zwei weitere milchige Ringeinheiten, Elemente, die dann entsprechend aufleuchten werden und von innen dann die Rotorblätter ausstrahlen. So. Hier entsprechend das Logo, GIM, ja. Plastikkonstruktion, aber wie bereits gesagt, gut gedämpft. Und ja, soweit ein relativ vernünftiger erster Eindruck. Also die sehen jetzt nicht schlechter und nicht besser aus als manch anderer Lüfter. Was mir jedoch auffällt, ist die Tatsache, dass wir hier keinen standardisierten Anschluss haben. Ja, wir haben hier nämlich eine RGB-4-Pin Zusammenführung an einen so proprietären Adapter. Ja, so sieht so aus und ja, entsprechend laufen diese Lüfter allesamt. Ja, alle haben diesen Anschluss nur mit dem mitgelieferten Hub. Ja, soweit erstmal nicht schlimm. Ja, nicht schlimm. Nur muss man sich dessen im Klaren sein, dass man das Hub verwenden muss. Und ja, keine andere Möglichkeit hat, andere Lüfter an diesen Controller anzuschließen. Ja, wir haben hier auch einen kleinen Beipackzettel mit dabei, wo entsprechend ein bisschen was erklärt wird. Wir haben nämlich zu dem Controller eine Fernbedienung. Das ist schon mal eine Hammersache, dass wir hier sämtliche Modi nicht zwingend über euer Mainboard ansteuern müssen. Ja, also das ist euch komplett überlassen. Ist übrigens ein 3-Pin-RGB-Header, ja, der hier sozusagen mit betrieben werden kann. 4-Pin-RGB funktioniert damit leider soweit nicht. Ja, und die Tatsache, dass wir hier eben bis zu 10 Lüfter dran angeschlossen haben können, macht schon mal, ja, soweit einen guten Eindruck. Hier ein Installationsmanual wird angezeigt, in welche Richtung die Luft gepustet wird, falls man das nicht weiß. Und hier für alle, die es nochmal brauchen, eine weitere Anleitung für den Controller. Okay, doch die Gehäuseschrauben sind auch mit im Lieferumfang. Ist, denke ich, für den einen oder anderen, der eben, ja, sich solche Lüfter fürs Budget kauft, relativ wichtig, denke ich mal. Schauen wir uns mal jetzt hier den Rest des Lieferumfangs an. So, dreimal einzeln abgepackt die jeweils 4 Lüfterschrauben. So, dann haben wir hier für einen Gigabyte RGB-Anschluss einen solchen 3-Pin-RGB-Anschluss, der aber auf einen herkömmlichen 3-Pin-RGB-Anschluss am Mainboard, ja, egal ob MSI oder Asus, gesplittet wird. Also damit könnt ihr somit sämtliche Boards, die einen 3-Pin-RGB-Anschluss haben, mit ansteuern. Dieses kleine Käbelchen kommt entsprechend an die Control-Einheit, ja, an den Controller selbst ran. Und zwar hier, ja, wird das Ding reingesteckt. Zack. Und ja, sieht auch vernünftig lang aus, das Kabel, dass man das Ganze im Gehäuse relativ gut unterbringen kann. Wie bereits gesagt, wenn ihr das Ganze eh über die Fernsteuerung
ansteuern wollt, ja, dann müsst ihr diesen kleinen Adapter hier nicht dran anschließen. Ist eigentlich ganz nett, ja, wenn man komplett auf Software verzichtet und eine kleine Fernbedienung dabei hat. Wenn man eh weiß, dass man viel mit solchen Lichtspielereien seinen Spaß hat, ja, dann ist das vielleicht gar nicht verkehrt. So, dann hier etwas kürzer vom Kabel der SATA-Stromanschluss, worüber das Ganze dann entsprechend den Saft bekommt. Denn ja, drei Lüfter, beziehungsweise dann final 10, wenn ihr es drauf anlegt, müssen entsprechend sowohl von der Lüfterumdrehung als auch von der Beleuchtung her mit Strom versorgt werden. Und ja, da kommen diese proprietären Anschlüsse zum Einsatz. Zack. Ist eigentlich nicht verkehrt, weil wie bereits gesagt, dadurch wird entsprechend die LED- und Lüftersteuerung in einem übernommen. So lässt sich das auch wieder rausziehen, ja, ohne Probleme. Und für die Gehäusemontage haben wir hier eben so ein 3M Stickerpad, ja, ein doppelseitiges Klebeband, womit sich das dann je nach Belieben im Gehäuse, ja, montieren lässt. Hier die Fernbedienung, da sehen wir, wir können entsprechend die Lüfterumdrehungszahl ebenfalls mit diesem Controller ansteuern. Das heißt nicht nur die RGB-Modi, sondern auch die Lüfterumdrehungszahl. Und das gefällt mir schon mal soweit eigentlich ganz gut. Kriegt ihr teilweise für unter 20 Euro drei dieser Lüfter mit einer Fernsteuerung und mit einem Control-Hub. Ja, das ist einfach ziemlich gute Preis-Leistung, muss ich schon sagen. So, Freunde, ich habe euch das Ganze jetzt hier einmal auf dem Tisch vorkonfiguriert, ja, einfach angesteckt. So sieht das Ganze ab Werk aus. Also ich weiß nicht genau, ja, statisch blau. So sind die Dinger gestartet. Aber, ja, wenn ihr euch das Ding anschaut, ja, das Control Panel hat auch eine RGB-Beleuchtung, leuchtet entsprechend auch blau. Ja, und von dem Control Panel selbst ist entsprechend jeweils das eine Kabel dran verbunden, sodass die ja, Stromversorgung einerseits für die RGB-Beleuchtung als auch die Lüfter selbst eben zustande kommt. Und ich muss zugeben, wir haben gerade helllichten Tag und mein LED-Scheinwerfer strahlt hier relativ stark drauf. Nichtsdestotrotz ist soweit hier die Beleuchtung sehr vernünftig. Ja. Auch der Luftdurchsatz, ja, nicht verkehrt. Da habe ich deutlich schlechtere RGB-Lüfter gesehen. Die Integration hier gefällt mir mit diesem doppelseitigen milchigen Ring und von innen ausgestrahlt. Also sieht das Ganze auf jeden Fall gleichmäßig aus. Und ja, wenn wir das Ding hier rausziehen, dann ist jetzt ja, die Sperre zwischen der Batterie und dem Kontaktpunkt freigegeben. Also sozusagen eine First-Hand-Experience, ja, so wie es bei euch auch sein würde. Ich kann das RGB-Licht ausmachen. Ja, die Lüfter drehen sich trotzdem weiter. Finde ich ganz cool, wenn man vielleicht weggeht und die LED-Party ja, nicht braucht. Ja, dann kann man trotzdem sein System weiterhin kühlen. Kann man direkt wieder anmachen. Okay, mega nice. Funktioniert out of the box. Sehr zuverlässig. Und ja, wir haben gerade den blauen Modus drin. Deswegen, wenn wir auf grün drücken, ja, wechselt es auch direkt auf grün. Gefällt mir. Rot auf rot. Das sind hier wahrscheinlich Musikmodi, alles klar. Man kann auch komplett auf weiß stellen. Ja, sieht echt schick aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, wir haben hier unterschiedliche Modi. Ah, da ist unser RGB-Puke. Darauf habe ich doch gehofft, ja. Nice. Also Modi kann man hier auch wechseln. Das ist natürlich unser standardmäßiger RGB-Disco-Light-Modus. Ja, hier haben wir ein bisschen was anderes. Hey, aber richtig schicke vorprogrammierte Profile.
Ha, jetzt sind wir doch wieder hier bei RGB angekommen. Wunderbar. Okay, das sind sehr, sehr viele Modi. Es gibt dann halt auch noch den Minus-Fan und Plus-Fan und den Minus-Speed-Plus-Speed-Modus. Ich würde mich mal interessieren, wenn wir jetzt Plus-Speed machen. Ah, okay, dann beschleunigt er die RGB-Funktion. Ja, das heißt, wenn wir jetzt einen richtig langsamen Faded-Modus haben wollen, schaltet er ganz langsam im Regenbogen. Aber wenn wir Plus-Speed drücken, ja, dann wechselt er richtig schnell die Regenbogenfarben. Alles klar. Und ich vermute, Minus-Fan, Plus-Fan ist dann für die Lüftersteuerung. Das Ding ist, bei 1200 RPM ist das jetzt nicht laut. Ja, also ihr hört die Lüfter direkt. Ja, ich habe mal jetzt hier ein Schallpegel-Messgerät rangeholt. Also bei 60, 70 dB bin ich in etwa, wenn ich jetzt hier laut rede. Und wenn ich jetzt meine Klappe einmal ganz kurz halte, dann hört ihr oder seht ihr die Lautstärke der Lüfter. Ja, also 39, 40 dB, das ist die Lautstärke hier in direkter Distanz. Wenn wir einmal kurz den Strom abziehen, ja, dann seht ihr jetzt die Lautstärke im Raum sozusagen. Ja, mit 37 dB liegen wir hier jetzt mit voller Lautstärke der Lüfter wirklich nicht bei einer hohen Lautstärke. Ja, 40 dB, das ist schon definitiv eine gute, leise Lautstärke. So, und ich bin gespannt, wenn wir jetzt Minus-Fan drücken, ob dann auch die Lautstärke runtergeht, beziehungsweise die Umdrehungszahl. Tatsache! Okay, jetzt seht ihr, wir können die Lüfter komplett ausmachen. Ja, also wir können RGB laufen lassen, aber die Lüfter auf 0 dB stellen. Ja, komplett ausmachen. Ich mache mal jetzt eine Stufe höher. Wir haben vorhin gesehen, etwa 37 dB ist die Raumlautstärke. Ja, und bei etwa 37 dB, das ist nicht hörbar. Aber was mir auffällt, ist, dass die Umdrehung des Motors, es scheint nicht wirklich ein leistungsstarker Motor in diesen Lüftern selbst drin zu sein. Deswegen pulsiert der so ein bisschen, macht so wusch, wusch, wusch. Das hört man nicht. Ja, in einem System, in einem verbauten System würde man das nicht hören. Aber es zeigt einfach, dass das jetzt nicht die hochwertigsten Lüfter auf der Welt sind. Aber davon bin ich ja nicht ausgegangen. Ja, für 20 Euro bekommt ich hier drei Lüfter mit einem RGB-Controller, Hub, der Möglichkeit, es über eine Fernbedienung, die auch im Lieferumfang enthalten ist, anzusteuern, sowohl Lautstärke, ja, mit 1200 RPM sind die Dinger noch immer nicht wirklich laut, aber ja, bewegen zumindest etwas Luft, ja, also man spürt schon guten Airflow und ja, was RGB-Möglichkeiten angeht, könnt ihr euch hier komplett kreativ frei ausleben. Also ich finde, das ist eigentlich sehr schön umgesetzt. Ja Leute, das war es soweit zu dem Review zu dem GIM RGB-Lüftern. Ja, die Teile sind verdammt günstig, unverschämt günstig. Und ja, wer jetzt hier die höchste Verarbeitungsqualität oder beste Leistung erwartet hat, ist natürlich fehl am Platz. Aber ich denke, wer für 20 Euro drei Lüfter kauft mit RGB-Beleuchtung und einem Hub, Fernbedienung, allem drum und dran, ja, der erwartet hier kein Premium-Produkt. Aber nichtsdestotrotz, ja, tun sie genau das, was sie sollen, ja. Günstig RGB ins Gehäuse reinbringen, mit möglichst wenig Geld entsprechend möglichst viel von. Und ja, ich denke mal, GIM hat hier an der Stelle auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung verdient. Unter den vielen chinesischen RGB-Lüftern auf jeden Fall einer der günstigsten auf Amazon für euch hier vorgestellt. Ob ihr ihn braucht und kaufen wollt, ist letzten Endes euch überlassen. Ja, von mir gab es jetzt das Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal zu einer weiteren Runde GaxTV. Bis dahin, wie jedes Mal, Gaming Fitness, that's you see, und GaxTV.